Ich bin Michael Schaffhauser und ich bilde Menschen zu professionellen Werbetextern aus, sodass sie sich unabhängig von Job und Arbeitgeber machen können und ja, mit dem Schreiben von Texten Geld verdienen können. Wie hast du Bauli Consulting kennengelernt? Ich verfolge Andreas schon einige Jahre auf Social Media, hauptsächlich bin auf seine YouTube-Videos aufmerksam geworden und habe mir dann gedacht, hey, der Typ polarisiert zwar, aber eigentlich hat er recht, und habe mir das dann so ein gutes Jahr angeschaut und dann Kunde geworden, weil ich gesehen habe, okay, da steckt auch was dahinter und er hat recht mit den Aussagen, die er tätigt. Was war deine Ausgangssituation vor dem Baulig-Coaching? Die Ausgangssituation war so, dass ich bereits sechsstellige Jahresumsätze gemacht habe, aber einfach so diesen nächsten Schritt einleiten wollte. Ja, ich wollte konstant auf 50, 60, 70.000 Euro Monatsumsatz kommen. Da hat mir das Know-how dazu gefehlt, also vor allem auch diese Prozesse, wie kommt man dahin? Und genau, deswegen habe ich mich dann für ein Coaching bei Andreas Baulig entschieden. Was war deine größte Angst vor dem Coaching? Also skeptisch war ich eigentlich überhaupt nicht, weil ich mich ja schon viel mit ihm beschäftigt habe und wusste auch von Freunden, die bereits im Coaching waren bei ihm, dass es alles Hand und Fuß hat. Die größte Angst war vielleicht einfach, ja, dass ich das vielleicht nicht so schnell hinbekomme, wie ich will. Aber so Angst oder Skepsis gegenüber dem Coaching hatte ich eigentlich überhaupt nichts. Warum hast du dich für ein Coaching bei Baulig Consulting entschieden? Einfach, weil ich gesehen habe, die Jungs, die haben was drauf und sie liefern auch mit Abstand so die besten Kundenergebnisse im deutschsprachigen Raum. Durch die Erfahrungen mit Freunden, die das Coaching schon gemacht haben, die auch nur positiv berichtet haben, wusste ich, okay, das ist, ich gehe zu der Nummer 1 quasi. Wie lange hat es bis zum ersten Verkaufserfolg gedauert? Also es hat eigentlich sehr, sehr schnell funktioniert. Innerhalb von 2 bis 3 Tagen hatte ich die ersten Verkäufe auch drinnen. Die waren in Höhe von 3.000 Euro. Ich glaube sogar 2 an einem Tag. Und es war natürlich ein super Gefühl zu sehen, okay, ich habe jetzt nur einen Teil eigentlich des Coachings umgesetzt und implementiert und hat trotzdem schon so gut funktioniert. Was war dein höchster Monatsumsatz nach Beginn des Coachings? Der höchste Monatsumsatz waren 76.000 Euro. Jetzt sind das Ziel, die 100.000 zu knacken. Was waren deine Key Learnings aus dem Baulig-Coaching? Meine größten Learnings aus dem Baulig-Coaching waren vor allem diese Angst vor Mitarbeitern abzulegen, die ich anfangs hatte. Dass man einfach ab einem gewissen Umsatzlevel Mitarbeiter einstellen muss, um weiter wachsen zu können, um sich auch mehr selber rausziehen zu können, um nicht in der Falle selbst und ständig zu landen quasi. Und vor allem auch das Thema Verkauf ein bisschen anders anzugehen oder zu betrachten. Vor allem jetzt, wenn es ums Thema Einwandbehandlung geht, da einfach so einen klaren Fahrplan zu haben, wie finde ich den wahren Einwand heraus, also die Unsicherheit, und dass man dann auch zum Abschluss ohne Druck jetzt kommen kann quasi. Was war der beste Moment im Coaching für dich? Der beste Moment war, erinnere ich mich noch gut dran, als Markus in einem Live-Call einem Teilnehmer direkt live vor Kamera einen Upsell gemacht hat. Das war richtig krass zu sehen, wie er das quasi gehandelt hat, auch mit den Einwand umgegangen ist und innerhalb des Live-Calls quasi einen Verkauf gemacht hat. So das so live zu sehen, das war schon beeindruckend und echt schön zu sehen, ja. Wie hat sich dein Unternehmen durch das Baulig-Coaching verändert? Wir sind größer geworden und sind natürlich jetzt auch in der Position, wo wir ja, mehr Mitarbeiter einstellen können, mehr Menschen helfen können auch, die dann auf unsere Angebote aufmerksam werden. Ja, es ist leichter geworden. Ich bin jetzt so auf dem... Vorher waren wir so selbstständig, jetzt geht es mittlerweile in die Richtung Unternehmer mit meiner Freundin zusammen, und das ist natürlich eine super Reise, dass man da auch die Partnerin an der Seite hat und da gemeinsam wachsen kann, das Unternehmen mit aufbauen kann. Wie hat sich dein Leben durch das Baulig-Coaching verändert? Ja, zum einen haben sich viele Mindset-Blockaden, die ich selber hatte, gelöst. Zum anderen aber auch habe ich jetzt so einen klaren Weg aufgezeigt bekommen, wie ich es schaffe, Unternehmer zu werden. Ja, das ist mir wichtig, dass ich halt auch viel Freiheiten habe, viel Flexibilität habe in meinem Leben, weil dafür bin ich ja im Endeffekt ursprünglich angetreten, dass ich ortsunabhängig arbeiten kann, flexibel mir die Zeit einteilen kann. Und da bin ich jetzt sehr, sehr gut hingekommen, quasi Unternehmer zu werden. Wie fühlt es sich an, ein Baulig-Kunde zu sein? Es fühlt sich sehr gut an, einfach weil man immer Support bekommt, egal was ist. Man hat die Live-Calls, die
sehr, sehr lehrreich, sondern kann man immer ein Goldnugget eigentlich rausziehen. Und natürlich auch der ganze Support drumherum. Das ist natürlich schon einzigartig, glaube ich, im deutschsprachigen Raum auch. Und ja, man fühlt sich wirklich als nicht nur als Nummer, sondern wirklich als Kunde, wo man sich bei Problemen oder Herausforderungen jederzeit an einen der Mitarbeiter oder Andreas oder Markus persönlich wenden kann. Da wird einem immer auch sofort geholfen.